Ja, mit einem gespaltenen Kiefer. Okay. Aber ich glaube, wir sollten auf... Nee, aber das ist genau die Grenze, die ich haben wollte. Weil hier wollte ich eine Mauer bauen. Also wenn wir jetzt zurückfahren, soll hier eine Mauer sein, wo der dann reingezogen wird. So, Transmitter. Das heißt, aber eine Idee. Gravel. Wieso habe ich nur 300 Gravel? Okay, das hier ist die Höhe. So, wir sollten aber ganz schnell in die Base. Und hatte ich hier nicht Gravel? Oh nein, ich habe Gravel vergessen. Ja, richtig schlimm. Oh my God. Ich sollte noch ein paar Quarry Beasts machen. Hey, die kommt später.
Chocolate und Digger. Ja, ich habe auch eine AMD-CPU. Gut, dass du das sagst. Ich muss mir das neue BIOS noch runterladen. Wenn es denn schon ein neues gibt. Moment. Weil ich bin jemand, ich guck. Okay, meins ist das aktuelle BIOS. Weil ich suche alle einmal im Monat ungefähr einen neuen BIOS und so um den Dreh. C. Ja, aktuelle BIOS-Version. Wir sind ja heute lucky. Ja. Aber ich weiß nicht, ob das Update über das hier ist. Moment. MBD2. Asus MBD2. Weil es gab ja diesen AMD Dingenskirchen. Ha. Ja, komisch. Thank you.
Ja, das sollte eigentlich. Eigentlich solltest du da Updates bekommen. Ich weiß aber nicht, ob alle CPUs betroffen waren. Ja, das ist auch mein letztes BIOS. Warte mal, jetzt bin ich auch interessiert. Also, AMD Ryzen 5700, welchen habe ich denn? Moment. Ryzen 7 8X X3D. Ja, ja. Wann wurde denn das gemeldet? Ich bin auch der Meinung, dass ich das gelesen hatte. Ja, war ich doch auch. Ich war mir sicher, ich hab's Ich war mir sicher, ich habe es entweder auf Golem oder Heise gelesen. Ich war natürlich jetzt gerade auf golem.de, aber... Okay. Okay, anscheinend. Muss ich noch auf das Update warten?
Ja. Ich gehe davon aus, dass er auf Klo ist. Das Porzellan wieder gerade biegen oder so, was du. Na? Ich hab den Kiefer gespalten. Und jetzt bin ich hart am Denken, wie wir das hier am besten zusammenkriegen. Ja, sollte man eigentlich. Moment. Point. Verdammt!
So. 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 Okay. Okay.
Verschwindet das gerade alles hier im... Oh ja. Oh. Ist das alles? Hä? Ah. Okay. Ja, Bummel. So.
So. Kacke. Ja, habe ich mir gedacht. Okay, muss ich genau andersrum machen. Bis gleich, viel Erfolg.
Ah, okay. Dasselbe Problem habe ich nicht, weil ich, wie gesagt, unter die letzte Version hier liegen habe. Und ich habe hier noch mal geguckt. Das ist die aktuellste. Aber ich lasse die Seite jetzt auch auf und warte. Genau, auf ein Update. So. Guck mal. Die eine Seite haben wir jetzt schon fast fertig. Ups. Hehe, so, das haben. Ah, okay. Haha, geil.
Das Einzige, woran du denken musst, ist wirklich das Profil wieder anzupassen von deinem Arbeitsspeicher. Weil sonst kriegst du da ja echt Probleme mit. Weil der setzt ja die kompletten Konfigurationen von deinem BIOS zurück. Also ich backuppe immer die Konfiguration und dann spiele ich das Ganze wieder zurück. Ja, genau. Ja, da hast du recht. Bis jetzt hat es immer geklappt, muss ich sagen. So, ich glaube, wir müssen gar nicht so weit rausfahren, wie ich das hier sehe. Würde ich aber, oder habe ich eigentlich auch immer gemacht, also bis auf den CPU habe ich eigentlich immer alles komplett auseinandergeflext. Also blöd gesagt, ne? Also auseinandergenommen und überall neue Pads drauf gemacht und, weil du weißt ja auch zum Teil nicht, wenn du, ich sag jetzt mal, heute ein Board kaufst, ne? Wie lange liegt das denn dann da schon, besonders im Gaming-Bereich, wenn du dann da irgendwie ein 500-Euro Motherboard kaufst und der das Teil liegt da schon, keine Ahnung, ein Dreivierteljahr, ja, wenn nicht sogar noch länger, ohne dass da irgendwas passiert, dass du dann einfach, dass der Kack eintrocknet oder sowas, ne? Also das riskiere ich dann auch nicht. Sauber. So, jetzt haben wir hier unseren gespaltenen Kiefer. Aber bis jetzt funktioniert das echt gut. Ups, vielleicht nicht das.
wie... Link Controller, den können wir mal später bauen, oder? Und Redstone Link. Brass. Ah, okay. Dann brauchen wir davon noch einen zweiten Redstone. The button. Oh. Hä? Ja, okay, das kriegen wir noch irgendwie anders hin, aber dafür habe ich heute leider keine Zeit mehr.